Willkommen zurück zu einem neuen Video. Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zum wiederholten Male die Sommerdüfte, diesmal einzig und allein die Designer-Ausgabe, wenn man so möchte. Ich habe mir 10 Düfte herausgesucht, die ich dir hier gerne zeigen möchte, die meiner Meinung nach richtig, richtig toll sind und die man kennen sollte aus eben diesem Bereich für den Sommer, für die wärmeren Tage. Es sind dann doch tatsächlich 11 geworden. 11 Düfte, denn als ich gerade hier meinen Schrank hinter mir wieder zuschmeißen wollte, habe ich noch einen gesehen. Der passt vielleicht nicht per se in das Designer-Thema rein. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Designer-Marke ist. Aber ich habe hier noch 2 Sachen dabei, die so als solches keine Designer-Marke sind, aber preislich und von der ganzen Aufmachung mit allem drum und dran einfach zu gut hier reinpassen, als dass ich sie einfach aussparen könnte. Deswegen ist das hier mit dabei. Ich werde nachher immer zu gegebener Zeit ein paar Worte dazu sagen. Und so habe ich den einen, den ich hier noch zeigen möchte, quasi als Honorable Mention einmal für dich. Ganz kurz und knapp, es ist dieser hier. Er musste mit dabei sein, denn ich habe ihn, glaube ich, in keinem anderen Video in diesem Jahr bisher erwähnt, was das Sommerthema angeht, nämlich den Missoni Wave. Ich wollte ihn nicht unterschlagen. Frisch, Mandarine, aquatisch, mit dem gewissen Hauch der Cremigkeit, Schrägstrich Sportlichkeit. Ringsherum, man möchte sagen, eine Mischung aus Versace Pur Homme und Chanel Allure Homme Sport. Sehr hochwertig, immer noch günstig zu haben für das, was du hier bekommst. Ganz, ganz toller Preis-Leistungs-Sieger, kann man sagen. Und ja, wenn du einfach diesen Duft für alles möchtest im Sommer zum günstigen Preis, dann hier holst du dir den Missoni Wave. Gibt auch ein separates Video zu diesem Duft hier auf meinem Kanal. Von dem her schau da gerne mal rein, falls dich das interessieren sollte. Und jetzt starten wir mit den 10 Düften, die ich dir hier gerne zeigen möchte. Und wir fangen an mit einem bekannten Klassiker, den ich gerne immer wieder im Jahr zeige, beziehungsweise bei den Sommerdüften. Und zwar diesen hier. Gian Varvatos Artisan Pure. Er darf einfach nicht fehlen bei den Designer-Düften. Ein Duft, der im Grunde genommen so riecht, wie dieser Flakon hier aussieht. Frisch, hell, gute Laune, mit einer dezenten Holzigkeit ringsherum und einem ganz leicht, minimalstem Anflug der Eleganz, aber hauptsächlich frisch, dezent holzig, gute Laune, Strand, Miami vielleicht auch, ich weiß es nicht so genau. Haltbarkeit, Projektionen sind jetzt nicht so optimal, dafür bekommst du diesen Duft relativ preiswert, kannst also auch ein bisschen mehr sprühen, ohne dass es zu sehr weh tut, oder du sprühst einfach ein bisschen Molekül 02 mit drüber oder drunter oder beides von mir aus und dann funktioniert die Sache auch ganz gut, aber für mich einfach ein ganz, ganz toller, ein sehr schöner, frischer, zitrischer, belebender Sommerduft mit einem gewissen Spiel der Noten. Er wird nie zu langweilig, ist aber auch gleichzeitig nie zu aufdringlich, nie zu komplex. Also die goldene Mitte von all dem, was mir persönlich sehr gut gefällt und auch vielen Leuten da draußen sehr gut gefällt. Deswegen hier für dich einmal dabei, Gian Varvatos Artisan Pure. Dann zeige ich dir einen der Vertreter, die nicht per se in das Designer-Thema reinpassen. Einer von 2 in diesem Video. Aber es ist einfach ein Duft, der hier mit rein muss. Denn wenn ich ihn rauslassen würde, das würde nicht funktionieren, Freunde, von dem her. Aus dem Hause Afnan, Turati Blue. Und ich denke, ich habe hier auf diesem Kanal schon sehr, sehr oft über diesen Duft gesprochen. Mittlerweile habe ich gesehen, haben ihn auch andere auf YouTube für sich entdeckt und ihn ja doch sehr positiv beworben und hervorgehoben und das Ganze zu Recht, wie ich finde. Deswegen gehe ich mal davon aus, du hörst hier nicht zum ersten Mal von diesem Duft. Kann deine Alternative sein zum Rosso Pompeo von Tiziana Terenzi zu einem sehr, sehr angenehmen Preis. Unfassbar fruchtig, unfassbar geniale Grapefruit, dazu diese Zitrik, ohne diesen Toilettenerfrischer, ohne Klostein, ohne sonst weiß irgendwas, wie man das gerne nennen möchte. Einfach Zitrone, Grapefruit, fruchtig, belebend, erfrischend, mit extremster Haltbarkeit, extremster Projektion für einen Duft seiner Machart. Das ist wirklich unfassbar gut. Dazu eine dezente Moschusbasis, die so eine leichte Kontur zeichnet, eine minimalste Wärme gibt und einfach diesen Duft, der so schon für mich sehr, sehr potent daherkommt, einfach noch mehr nach vorn schiebt, noch mehr das Letzte irgendwo rausholt. Es ist ein wirklich, wirklich krasser, krasser Duft. Bekommst du für um die 30 Euro diesen 90 ml Flakon und den
wir haben sie ja schon gesehen, unter anderem Namen kannst du den zu einem Vielfachen verkaufen, hier sehr günstig zu haben, wie ich finde. Und ich hatte ihn neulich erst wieder drauf. Selbst nach 14 Stunden, selbst noch nach 14 Stunden habe ich diesen Duft so intensiv wahrgenommen, dass ich dachte, Mensch, den hast du vielleicht erst vor 3 Stunden aufgesprüht oder so etwas. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Afnan Turati Blue, der muss hier mit dabei sein. Dann möchte ich dir zeigen, aus dem Hause Hermès, den Terre d'Hermès Eau de Givry. Den haben wir hier. Den wollte ich dir ebenso wenig vorenthalten. Ein ganz, ganz toller Duft aus dem Hause Hermès. Mit einer, ja, sehr schönen zitrisch-frischen Art und Weise. Zitrisch wird hier in diesem Video des Öfteren vorkommen. Das ist einfach so das Thema im Sommer. Aber ich habe hier versucht, und es ist mir auch gelungen, ein relativ breites Feld abzubilden. Jedenfalls eine sehr schöne zitrische Frische. Selbes Thema, nicht in dieses Lufterfrischer-Dasein gehen, sondern sehr authentisch, sehr echt, sehr kreativ. Wirkt auch relativ vielschichtig. Hat die Grundzüge des uns bekannten Terre d'Hermès an sich. Aber hier diesen sehr schönen, gut gemachten Mittelpunkt gefunden zwischen sehr eigenständig, steht auf eigenen Beinen und diesem Punkt so. Es kommt mir bekannt vor. Mensch, das ist doch dieser Hermès-Duft, das ist doch sehr ähnlich. Und genau dort diese perfekte Mitte hat er getroffen. Man erkennt ihn als das, was er mal war, wo er sich herausentwickelt hat. Aber man hat niemals das Gefühl zu sagen, boah, der ist überflüssig und wenn ich den einen habe, brauche ich nicht den anderen. Was soll der Scheiß oder irgendetwas, ja, sondern so sehr auf eigenen Füßen, und das gefällt mir sehr gut. Und dann dieses zitronige, frische, leicht bittere und gerade bei ganz, ganz heißen Temperaturen. Toller Duft und auch hier so diesen Mittelweg gefunden zwischen locker leicht, erfrischend und gefällt und trotzdem so potent und so kraftvoll, dass er auch länger hält. Es ist kein Monster, es ist kein extrem produzierender Duft, aber eben für dieses Feld, für diesen Sommerduft, diesen ganz tollen Punkt gefunden zwischen dieser tollen Haltbarkeit, tollen Projektion und diesem trotzdem noch erfrischenden und locker leichten Auftreten. Von dem her, du merkst schon, ich mag diesen Duft extrem gern. Ich trage ihn noch heute mal wieder. Ja, probier dann einfach mal aus. Dieses, ja, zitrisch, bittere, erfrischende, wirklich gut gemacht. Und auch das ganze Flakon-Design hier mit diesem etwas, wie sagt man, milchigen Glas hinten, was er dann auch nach vorne so durchschimmert. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, meiner Meinung nach. Dann möchte ich dir zeigen, natürlich, er darf nicht fehlen, Versace Pure Homme. Dazu müsste ich vor kurzem erst ein Vergleichsvideo mit dem Dylan Blue hochgeladen haben. Oder es kommt erst noch. Mal schauen, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich das Ganze hochlade. Und hier im Grunde genommen dein extremst unkomplizierter, frischer Männerduft, der trotz seines fast ausschließlich frischen Wesens, seines Bergamottwesens, trotzdem einen Hauch der Männlichkeit versprüht. Und dann im Duftverlauf eine sehr schöne Tonkabohne, eine Süße aus der Tonkabohne heraus generiert, die wir zu Anfang auch schon minimal wahrnehmen können, aber eben nur minimal und dann sich immer mehr im Duftverlauf nach vorn spielt, natürlich um die Haltbarkeit ein bisschen zu verbessern. Zugegeben, Projektion und Haltbarkeit sind hier wirklich, wirklich, wirklich nicht so gut, aber für einen Versace-Duft bekommst du den relativ preiswert. Und da ist das schon noch irgendwo zu verzeihen, muss einfach ein bisschen Gas geben quasi, ein bisschen mehr sprühen. Und hier bei diesem Duft speziell zwei Sachen, die zu gefallen wissen. Eine einfache, aufgeräumte, saubere, männliche Frische und eben diese Süße aus der Tonkabohne, die immer funktioniert. Süße aus der Tonkabohne oder diese süße Verführung aus dem Kardamom, das funktioniert immer, beides zusammen funktioniert immer. Oder eben, was ist denn mal los hier, ey? Oder eben die Frische. Beides haben wir hier vertreten. Funktioniert also richtig, richtig gut. Versace Pure Homme. Dann möchte ich dir zeigen den zweiten Vertreter, den ich hier nicht explizit dem Designer-Thema zuordne, der aber hier unbedingt mit rein muss. Speziell, weil er im letzten Jahr sehr schwer zu bekommen war, fast gar nicht und wenn dann nur gebraucht zu irgendwelchen Mondpreisen. Und ich habe vorhin extra nochmal geschaut. Er ist auf verschiedenen, ja, auch Discounter-Seiten zu haben. Mal etwas teurer, mal etwas günstiger. Ich habe den besten Preis gesehen für 45 Euro. Und deswegen möchte ich ihn hier jetzt einmal mit trotzdem vorstellen. Den Razzasi Havas kann für dich die Weiterentwicklung sein zum Invictus Aqua. Ein bisschen, ja, nicht unbedingt verspielter, aber vielschichtiger, interessanter und vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen gefälliger. Hat diese fruchtige, locker leichte
Obstsalat, Frische. Und hier möchte ich nochmal das ganze Thema auf frisch betonen, denn wir haben durchaus diese fruchtigen, ja, Obstsalatdüfte, sage ich jetzt mal, oder diese fruchtigen Düfte, die relativ schwer sind, die relativ süß sind und einfach in ein genau gegenteiliges Thema gehen. Dieser hier spiegelt einfach die Frische wider. Frische, fruchtige Noten und dazu diesen ganz, ganz leichten Hauch von Orient. Das Ganze wirkt unglaublich echt. Für mich in keiner Weise synthetisch, auch wenn man den halben Duft wahrscheinlich aus rein synthetischen, ja, Noten quasi hergestellt hat. Ganz klar, hier hast du Melone dabei unter anderem und das kannst du meines Wissens nach nicht irgendwie als echtes Öl extrahieren. Aber trotzdem, er wirkt echt, er wirkt butterweich und es ist die fruchtig frische Erfrischung mit einer extremen Haltbarkeit. Also mein Flakon ist schon ein paar Tage alt, sage ich jetzt mal so. Ich meine, den habe ich schon seit über 3 Jahren und der hält noch richtig, richtig gut, produziert auch unfassbar stark. Also hier braucht man echt nicht viel. Ich weiß nicht, wie das mit den aktuellen Versionen ist. Da kann es schon durchaus anders sein, aber hier von dem, was ich kennengelernt habe, ganz, ganz krass, an dem er Razazi Havas mal ausprobieren, auf jeden Fall. Dann möchte ich dir hier natürlich auch zeigen, er war, glaube ich, bei den günstigen Sommerdüften mit dabei, aber ja, er passt einfach. Sunrise on the Red Sand Dunes von Zara. Deine Alternative zum Louis Vuitton Imagination. Ganz klare Sache. Ohne diese schwarze Note, habe ich auch schon gesagt, gibt es ein separates Video hier auf diesem Kanal, kannst du gerne mal reinschauen. Ein toller, günstiger Sommerduft mit Anleihen des Imagination. Frisch, belebend, kreativ, extremst gefällig und für einen frischen Duft und für einen Zara-Duft mit einer akzeptablen Haltbarkeit und Projektion nicht zu viel erwarten, aber schon etwas mehr als das, was man sonst so von Zara kennt. Von dem her wirklich sehr, 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 sehr angenehmer Duft. Zara Sunrise on the Red Sand Dunes. Dann, ja, einen muss ich dir einblenden, da habe ich keinen Flakon hier und nur eine aufgebrauchte Probe, nämlich den Louis Vuitton Afternoon Swim. Den möchte ich dir empfehlen. Ich hatte ja hier schon quasi das Pendant zum Imagination, aber ich meine, der Afternoon Swim passt in den Sommer einfach noch viel, viel besser rein. Diese fruchtige Zitrik, diese Grapefruit und dieses so... Es ist eine leichte Süße mit dabei, aber er ist einfach aus jeder Hinsicht saftig, würde ich sagen. Diese Früchte, diese Grapefruit, diese Zitrik, die dort drin dargestellt sind, das ist so saftig, so echt, so... Ich sprühe den auf die Hand und möchte quasi reinbeißen. Du weißt Bescheid, du hast wahrscheinlich in meinem Video gesehen zum Success Parfum Pre-Night Swim. Hier die günstige Duftkopie. Wenn du einfach ein bisschen Geld sparen möchtest und die bessere Haltbarkeit haben möchtest, kann ich dir gerne mal verlinken und am Rande sei das mal hier erwähnt. Aber per se geht es hier um den Afternoon Swim vom Louis Vuitton und es ist einfach ein geiler, geiler Sommerduft, einer der besten Sommerdüfte, die man so haben kann, speziell eben aus dem Designer-Segment. Natürlich entsprechend hochpreisig, das ist auch, ich schau mal durch, ja, schon der teuerste, ich habe noch einen, der relativ, nee, der kommt auch nicht mit. Es ist wirklich der teuerste Designerduft, den ich dir hier und heute zeigen werde in diesem Video oder den ich dir nennen werde, zeigen nicht, ich blende ihn nur ein. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz toller Duft und damit lass uns einmal zum nächsten Duft kommen, nämlich aus dem Hause Maison Margiela, Under the Lemon Trees, da steht es. Und das ist für all jene unter euch, die einen reinen Zitronenduft möchten, eben mit dieser dezenten Holzigkeit. Also das Thema unter dem Zitronenbaum ist hier wirklich sehr, sehr gut getroffen. Extremst authentisch, eine leichte Bitterkeit, wie ich schon sagte, eine leichte Holzigkeit und es ist tatsächlich, nein, es ist nicht viel mehr. Ich bilde mir ein, einen leichten Anflug einer Teenote wahrzunehmen, kann das nicht ganz festmachen, aber etwas Teeartiges schwimmt hier meiner Ansicht nach mit gerade in der Luft herum, aber sonst, wenn es dir wirklich nur darauf ankommt, einen ganz, ganz tollen, echten, echten, wunderbaren Zitronenduft zu haben, Under the Lemon Trees von Maison Margiela. Haltbarkeit, Projektion, erwartungsgemäß nicht ganz so stark, aber du bekommst hier die 100 ml teilweise auch noch für unter 100 Euro. Ich glaube, ich habe den mal für 80 gekauft oder sowas in der Größenordnung und das ist für 100 ml schon sehr, sehr gut für diese Marke hier und da kommst du eine Weile hin und kannst doch ordentlich sprühen und das ist ein extremst erfrischender Duft. Von dem her,
Da haben wir ihn noch einmal. Wenn das was für dich ist, dann probier den gerne mal aus. Zwei haben wir noch. Den vorletzten aus dem Hause Tom Ford, den Eau de Soleil Blanc. Ja, also nicht Soleil Blanc, sondern den Eau de Soleil Blanc. Und das ist der Duft. Viele beschreiben ihn quasi als eine sehr angenehme Sonnencreme. Kann dazu ehrlich gesagt nicht allzu viel sagen, da ich so etwas wie Sonnencreme nicht besitze. Aber er hat etwas sehr, sehr cremiges, butterweiches an sich, startet recht, na, nicht orangig, aber wir merken schon, dieses Orangenthema wird hier mehr als nur angeschnitten. Wir haben einen schönen Anflug von Petit Gras, eine wunderbare Frische, eine Leichtigkeit des Seins. Und wenn er sich in der Kopfnote ein bisschen legt, generiert er eine ganz dezente, minimalste Wärme, die einfach nur gut tut bei diesem Duft. Er wird wunderbar cremig, butterweich und alle Noten legen sich, fügen sich ganz toll zusammen zu einem absoluten Gute-Laune-Duft. Ein Duft, der ja ebenso, ich sag mal im Grunde genommen, so riecht, wie der Flakon hier aussieht. Wunder, wunderbar, locker leicht, unkompliziert und etwas, was du immer und überall tragen kannst, kannst du theoretisch auch im Winter tragen, wenn du irgendwo vielleicht im Büro oder in den Innenräumen arbeitest. Es ist so dieser Duft der Entspannung, des Wohlfühlens, des Wohlseins und dazu eben, wie schon gesagt, diese leichte, tolle, frische Cremigkeit in diesem leichten Orangenschalenanklang. Du merkst schon, wunderbarer Duft. Haltbarkeit, Projektion. Nicht so stark, muss ich ehrlich sagen, auch hier wieder so ein bisschen die Problematik, aber ja gut, worüber reden wir hier? Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Und jetzt kommen wir dann auch zum letzten Duft für dieses Video. Und zwar aus dem Hause Chanel, der Allure Homme Sport Edition Blanche. Und das ist für all jene unter euch, die nicht diesen zitronenfrischen Duft per se haben möchten, sondern noch etwas drumherum in etwas abgewandelter und abgeschwächter Form. Und hier haben wir einfach diese Zitrone entschärft, ein bisschen aufbereitet, etwas cremiger dargestellt, ein bisschen wärmer. Der eine oder andere möchte vielleicht die Ähnlichkeiten zu einem Zitronenkuchen hier aufrufen. Und ich muss sagen, ja, das bekomme ich auch. Dazu eine gewisse Tiefe und vielleicht auch ein bisschen diesen gewissen Hang der Nachdenklichkeit hier bei diesem Duft. Das Ganze aber auf einem sehr, sehr positiv gehaltenen Niveau, einem sehr, ich sag mal, erfrischend belebenden Niveau. Aber wie ich schon sagte, nicht einfach nur Zitrone, nicht einfach nur frisch. Wie hier beispielsweise, ja, bei Under the Lemon Trees, einfach Zitrone, frisch, boom, hier hast du. Sondern hier ein bisschen, ja, wärmer, cremiger. Habe ich alles schon gesagt. Ganz, ganz toller Duft. Riecht extremst hochwertig, wenn du mich fragst. Also, das ist wirklich toll, toll, toll gemacht. Und hält ebenso überraschend lang bei einer guten Projektion. Denn wenn Clara den trägt, kann ich den auch noch nach 6 Stunden auf einige Meter Entfernung gut wahrnehmen, wenn sie vorausgeht. Und das will schon etwas heißen. Von dem her, Haltbarkeitsprobleme und Projektionsprobleme kann ich diesem Duft hier bei, ja, auch bei besten Versuchen quasi nicht attestieren. Für mich hält der richtig gut und projiziert auch angenehm stark für einen Duft in seinem Feld. Von dem her, Chanel Allure Homme Edition Blanche. Und damit bin ich durch mit den 11 Düften aus dem Designer-Thema, so mehr oder weniger. Du weißt Bescheid, ein bisschen was abseits davon war dabei. Aber ich denke mal, wir legen das Ganze hier nicht zu sehr auf die Goldwaage. Es kommt darauf an, dass man hier tolle Duftempfehlungen hat, tolle Düfte für einen sehr angenehmen Preis teilweise. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, für dich war ein bisschen was dabei. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.